Ja, hallo, da bin ich wieder, eure Monika Kahl. Und heute geht es um Kunst. Ihr habt ja öfter mal meine Fingernägel gesehen und viele haben auch gefragt, wie machst du das? Zeig das doch mal. Und da muss ich also sagen, jetzt also komplett zu zeigen, das dauert einfach zu lange. Aber ich habe mal hier eine ganze Reihe von Nägeln gemalt und alles davon, kann ich euch sagen, ist mit der Hand gemalt. Mit der Hand und dem Pinsel. Also, wo man wirklich sagen muss, es sind wirklich kleine, ich zeige es vielleicht mal hier, kleine Kunstwerke. Man muss allerdings sagen, ein Teil davon ist also nicht Fantasie, sondern wir haben natürlich einschlägige Fachliteratur, wo teilweise eben auch solche Nägel abgebildet sind und die kann man dann wirklich, wenn man mal genau hinguckt, nachmachen. Also hier zum Beispiel habe ich, das ist so wie meiner, nur andere Farben und etwas anders ausgefüllt. Da muss man also wirklich sagen, das ist also, eigentlich sieht das so toll aus, aber es ist ganz einfach. Ich habe einfach jetzt mal hier einen Nagel gemacht. Der ist einfach angefangen. So fängt man an, macht die Kleckse entweder mit Lack oder mit Gel und lässt das dann trocknen. Und dann nimmt man einen feinen Pinsel in einer anderen Farbe. Hier ist es lila, man könnte, weiß ich nicht, hier orange oder gelb oder was nehmen. Und geht dann hier die Ränder nochmal hauchdünn nach, macht hier ein paar kleine Striche rein, so wie hier. Und dann sieht das genauso aus wie das, nur mit anderen Farben. Deshalb habe ich einfach hier mal so einen Anfang gemacht, damit man mal sieht, also es ist gar nicht, dass man erst so malen muss und da malen muss, sondern einfach im Anfang die Kleckse und dann mit einem feinen Pinsel nur Umrisse und wie so kleine Blätter. Und auch hier ist es immer so nacheinander, eine Schicht auf der anderen und immer wieder trocknen. Ja, und das sind dann wirklich schöne Sachen. Das zum Beispiel ist mal etwas gewesen, was wir für eine Braut gemacht haben zur Hochzeit. Das ist dann was ganz Feines, Edles und das finde ich dann auch sehr schön. Und das ist auch ziemlich einfach, denn da arbeitet ihr einfach mit Lack einmal hier die Schicht, einmal hier den Rand, ein paar Punkte, in der Mitte ein Steinchen. Es ist nicht spektakulär, aber es sieht an den Händen dann spektakulär gut aus. Fein, aber wirklich interessant und ja, für eine Hochzeit richtig gut. Oder eben auch der Regenbogen. Ganz viele Farben. Eine nach der anderen aufgetragen, ist dann auch wieder etwas Besonderes. Und solche Nägel, sage ich einfach mal, sowas kann man natürlich nur an einem oder zwei Nägeln machen, an jeder Hand. Solche großen Kunstwerke wie die großen gemalten, da kann man nicht alle Nägel machen, das wäre viel zu unruhig. Das ist etwas, was man an allen Nägeln machen kann. Da könnt ihr euch in einem Bastelladen diesen Glitter besorgen. Und dann macht ihr erst Klarlack und unten einen Nagellack, der ja dem Glitter am ähnlichsten ist. Damit macht ihr, ich zeige es mal von links, unten eine Schicht auf den Nagel, aber von außen. Nur hier sieht man es so schön. Und dann geht ihr mit dem Pinsel in den Klarlack und tupft das langsam bis oben. Unten etwas intensiver und das gibt dann ja so ein Muster. Das ist auch nicht sehr aufwendig, aber es sieht richtig gut aus. Kann man mit allen Farben eigentlich machen. Den Glitter gibt es in den Bastelläden in, weiß ich nicht, 20 Farben. Ja, das war's für heute. Viel Spaß beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal, eure Monika Kahl. Tschüss!